Die FPÖ Burgenland stellte nun ihre weiteren Kandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai 2019 vor. Neben Spitzenkandidat Dr. Josef Graf, der bereits Ende November vorgestellt wurde, präsentierte Dr. Graf die weiteren Kandidaten. Herr Dr. Graf, Sie sind Spitzenkandidat für die EU-Wahl der FPÖ im Burgenland. Was sind Ihre Hauptthemen? Also meine Wahlkampfthemen ist das Wichtigste, die Asylpolitik. Asyl ist von meinem Begriff her Asyl ist Schutz auf Zeit. Das zweite Thema ist Landwirtschaft, weil ich selber Nebenerwerbslandwirt bin und hier läuft die Entwicklung auch in die falsche Richtung. Und die ganze Verwaltung, EU-Bürokratie, Zentralstaat, das ist auch ein Themenschwerpunkt, den wir im Wahlkampf ansprechen möchten. Dann noch ein paar Worte zu Ihrem Team. Das Team ist bunt gemischt, auch im Burgenland verteilt, auch altersmäßig verteilt. Ich bin der älteste Kandidat als Spitzenkandidat. An zweiter Stelle ist die Frau Claudia Schweiger-Pollmann, die Obfrau vom Freiheitlichen Familienverband. An dritter Stelle gereiht ist der Magister Thomas Granditz, der Büroleiter vom Landeshauptmann Stellvertreter. Und der jüngste im Bunde ist der Konstantin Langhans, der Obmann der Freiheitlichen Jugend im Burgenland. Claudia Schweiger-Pollmann, du kandidierst auch für die EU-Wahl. Was sind deine Hauptthemen? Also meine Hauptthemen sind natürlich Familie und die Bevölkerung von Österreich soll natürlich in der EU eine starke Stimme haben. Das sind meine Hauptthemen. Familie, da ist es ein weites Spektrum, angefangen von Gesundheit bis zur Sicherheit. Und da wollen wir eben in der EU der Familie eine starke Stimme geben. Eine ganz andere Frage, was hältst du von einem gemeinsamen EU-Heer? Davon halte ich gar nichts und das ist strikt abzulehnen. Haben sich die Mütter, die Väter, die Freunde, die Freundinnen schon überlegt, was es bedeuten würde, ein gemeinsames EU-Heer? Das bedeutet, wenn in Italien oder in Frankreich ein Krieg ausbrechen würde, müssten unsere Kinder, mein Sohn, für fremde Legionen in den Kampf ziehen. Hat sich das irgendjemand schon überlegt, strikt abzulehnen? Thomas Granditz, Kandidat für die EU-Wahl heuer. Was sind deine Hauptthemen? Ja, vielleicht einmal kurz zu meiner Person. Thomas Granditz ist mein Name. Ich komme aus dem südburgenländischen Wörterberg. Bin, wie der Herr Spitzenkandidat Dr. Graf schon gesagt hat, Büroleiter vom Landeshauptmann-Stellvertreter. In meiner Tätigkeit im Büro Landeshauptmann-Stellvertreter dreht sich alles um den Bereich Sicherheit. Daher wird auch im EU-Wahlkampf für die EU-Wahl am 26.05. das Thema Sicherheits- und Asylpolitik bei mir im Vordergrund stehen. Wie man schon 2015 miterleben hat müssen, war das Burgenland vor allem im Mittelpunkt der Flüchtlingskrise. So etwas darf nicht mehr passieren. Die EU hat ihren maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Offene Grenzen wollen wir auf keinen Fall. So etwas darf nicht mehr passieren. Daher einen Grenzschutz, einen wirksamen, solange kein beständiger Außengrenzschutz der EU besteht. Ja. Grundsätzlich ist es mir wichtig, dass Österreich eine starke Position in der EU einnimmt, sprich, dass die EU nicht zentralistisch geprägt ist, sondern föderalistisch. Konstantin Langhans, jüngster Kandidat zur EU-Wahl der FPÖ Burgenland. Was sind deine Hauptthemen? Ja, ich kandidiere für die EU-Wahl, weil es mir besonders wichtig ist, dass man auch die jungen Leute dazu bewegt, auch zur EU-Wahl zu gehen und daran teilzunehmen. Es ist ja unsere Zukunft, um die es da geht, und da ist die Wahl am 26. Mai eine Entscheidungswahl, eine Richtungswahl, wo sich auch entscheiden wird, möchte man, so wie es die anderen Parteien möchten, mehr EU haben, möchte man mehr Kompetenzen auch nach Brüssel abgeben oder will wir uns da klar abgrenzen und auch das Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir sagen, wir möchten mehr Österreich, mehr Kompetenzen zurück nach Österreich holen und die großen Themen, die wichtigen Themen wie auch zum Beispiel der Außengrenzschutz, das Thema Migration und Asyl, dafür ist die EU zuständig, aber wir möchten unsere Kompetenzen auch in Österreich behalten. Und das ist gerade für junge Leute, glaube ich, eine ganz wichtige Wahl und da ist es auch notwendig, dass man hingeht und der Freiheitlichen Partei eine starke Stimme gibt, um auch diese Sachen umsetzen zu können. Was glaubst du, welche Themen bewegt die Jugend am meisten? Ja, also ich glaube natürlich, dass für die jungen Leute solche Themen wie dieser Upload-Filter, der jetzt momentan auch sehr aktuell in der Diskussion ist,
natürlich auch altersbedingt sehr wichtig ist. Und das ist halt eine Sache, die sich in unseren Augen in eine Richtung entwickelt, wo es hin zu einer Zensur gehen soll zum Teil, wo auch zum Beispiel der Spitzenkandidat der EVP, der Manfred Weber, aus Deutschland der Meinung ist, dass man EU-kritischen Parteien auch die Förderungen abdrehen soll. Und das sind einfach Entwicklungen, die wir sehr, sehr kritisch auch sehen, wie auch eben diesen Upload-Filter. Und wir möchten auf keinen Fall eine Zensur haben, wir möchten eine freie Debatte haben, wo auch jeder seinen Punkt einbringen kann. Und das ist uns sehr, sehr wichtig.